Wir wurden mal wieder von Vögeln verarscht. Willkommen zurück zu Windwaker HD. Ja. Scheiße. Wir haben keine Putbuchtfrucht mehr und hier sind tolle Vögel, die mich richtig abfacken. Mit ihrer Schalterscheiße hier. Wir haben übrigens 888 Rubine. Eine schöne Schnapszahl. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall hier die Map vervollständigen. Oder zumindest ein bisschen weiter vervollständigen. Ja, um generell ein bisschen mehr Überblick zu haben. Übrigens, Greifenhorst-Insel, da war nichts auf einer der Schatzkarten eingezeichnet. Kann ich euch nochmal zeigen. Wir haben diese hier, die so ein bisschen sternförmig aussieht, und diese hier, die Mondsichel. Und hier die, das ist glaube ich sogar die Rhombus-Insel, so heißt sie, meine ich. Ja, auf jeden Fall auf die drei Formen müssen wir achten, wenn wir eine davon sehen. Also wenn wir jetzt hier unsere Karten einzeichnen lassen, wenn wir davon eines dieser Symbole sehen, dann wissen wir Bescheid. Dann werden wir auf jeden Fall den Schatz direkt bergen. Obwohl, nee. Werden wir nicht. Werden wir nicht. Ich werde mir das dann vormerken, aber bergen werde ich jetzt noch nicht. Das ist nochmal ein Feenkordial, okay. Ich werde es aus dem Grund nicht bergen, weil ich gerade so viele Rubine habe. Hier können wir jetzt aber wirklich noch nichts machen, oder? Sehe ich das richtig? Ist da. Moment. Ich will an Land gehen, um mir das anzuschauen. Drücke aber wieder kontinuierlich die falsche Taste. Ich bin froh, dass ich da kein Futter drauf hatte. Obwohl. Nee, 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 okay. Ich weiß Bescheid. Ich kann mir das mit dem Feenkordial aber sowieso nicht merken. Also. Ja. Scheiße. So, wo ist jetzt hier der Fisch? Bin ich vorhin dran vorbeigefahren? Oh, ich hasse diese Fischsuche echt. Da! Mein Gott, okay, ich habe ihn gesehen. Erst einmal Futter ausrüsten. Ich würde es ja wirklich immer wegpacken, wenn es nicht so nervig wäre. Okay, ich könnte das auch alles mit dem Gamepad machen, das stimmt natürlich. Aber mein Gamepad ist gerade nicht in meiner Nähe. Ja, aber eigentlich könnte ich das schon machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ah, ich wechsle dann immer die Items mit meiner. Mit meinem Gamepad. Es ist leichter. Da muss ich nicht mehr in das Menü gehen. Es ist die Dorn. Was? Das habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Weil ich mich hier gerade wieder zudecken will. Mit meiner Decke. So halb. Ich sitze hier so, ne? Sag mal, hast du vielleicht ein paar Goldfedern dabei? Ja. Die Dinger sollen nämlich bei den weiblichen Orni auf Draconia zur Zeit der letzte Schrei sein. Der allerletzte sogar. Aber, naja. Vielleicht leben auch noch welche. Also, vielleicht war es nicht der allerletzte Schrei. Ich weiß es nicht. Ich habe nur was gehört, ne? Naja, auf jeden Fall, um an so Goldfedern zu kommen, musst du erstmal deren Träger verkloppen. Und das sind ziemlich, ja, ziemliche Scheißvögel. Hast du ja gerade schon mal gesehen, ne? Da hat es ja schon ein bisschen Ärger mit denen. Jedenfalls, ich bin einfach nur froh, dass ich kein Orni-Mann bin. Ja, ich sag mal so, lieber so ein Orni, also so ein Vogel, als so ein komischer Fisch, der Picasso-Talent hat. Naja, okay. Dornarm-Feen-Cordial. Naja. Wie auch immer. Herzförmig, ne? Ah, die sehen doch, glaube ich, alle so herzförmig aus, ne? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ja, ich wechsle gerade mal das Item. So sieht es übrigens aus, wenn ich auf dem Touchscreen was mache. Habt ihr auch noch nicht gesehen, glaube ich. Ich habe jetzt einfach mal das Deko-Blatt auf Y getan, damit ich eben nicht. Hier, ne? Damit ich mich eben nicht verklicke. So, ich schaue mir die Karte jetzt auch grundsätzlich auf dem Gamepad an. Das ist ja chillig. Auch wenn ich jetzt reflexartig gewohnt bin, immer auf Plus zu drücken, um mir die Karte anzuschauen. Aber ich sehe ja hier, wo das ist. Deswegen kann ich das alles schön mit dem Gamepad machen und trotzdem mit dem Pro Controller zocken. Das ist schön. Das ist echt schön. Nehmen wir noch mit hier. Das passt ja noch. Dann fahren wir jetzt so die Runde, würde ich sagen. Ich schreibe mir auf jeden Fall auf, wenn ich hier irgendwie eine Schatzkarte, also wenn eine Schatzkarte hier auf die Insel zutrifft, dass wir die dann im Anschluss holen. Ja. Ach, Kacke, jetzt habe ich sie ja, ich habe sie ja verpeilt, ja. So, hier irgendwo muss der Fisch sein, da hinten habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Vielleicht war es auch eine Möwe. Scheiße. Oder ein Windstrom oder sowas.
doch da vorne. Da, ja, ich habe ihn gesehen, okay. Momentchen, So, bitteschön. Ohne ins Menü zu gehen. Ach, das ist so bequem. Wieso habe ich das ja eigentlich nicht immer so gemacht? Ich weiß es nicht. Anfangs, weil ich euch das so zeigen wollte. Mit dem Menü und so, aber... Ist ja eher nervig. Und man kann es auch mit dem Gamepad machen. Also mit dem Wii U Gamepad. Nicht mit dem Pro Controller. Ist doch viel einfacher. Oder? Isla Orion! Die sagt mir gar nichts mehr. Oh mein Gott. Wer sich bei rechtbündigem Halbmond in diese Gewässer hier wagt, der wird es noch bitter bereuen. Nach dem Schreck fürs Leben wäre es kein Wunder, wenn der Betreffende nicht mal mehr nachts allein auf Toilette gehen kann. Okay, das kann ich so schon nicht. Okay. Doch, aber es, naja. Ich habe gerne so Paras. Also nicht gerne, aber leider habe ich sie. Okay, so, wir müssen jetzt leider eine Runde machen, wie ich auf dem Gamepad sehe. Aber in die total andere Richtung geguckt haben. Dann fahren wir jetzt noch zwei nach oben. Dann sind wir auch schon ganz oben rechts an dem Map-Rand angekommen. Und können nach links fahren. Dann holen wir da die 5. Und dann sind wir auch schon wieder fast bei Terry. Deswegen lohnt sich das eigentlich jetzt nicht jetzt irgendwie diese Tour hier, die ich hier gerade mache, zu beenden. Und einfach, ja, quer durch die Map zu Terry zu fahren. Weil wir da jetzt gleich sowieso hinkommen. Ich meine, ich kann zwar währenddessen jetzt keine Schätze mehr wirklich mitnehmen, aber ich kann immerhin die ganzen Karten halt haben und so. Und dann schon mal wissen, welche Schatzkarte vielleicht wo gebraucht wird und sowas. Das ist mir wichtig. Die Map vervollständigen ist mir gerade einfach wichtig. So, wo ist er jetzt? Ich habe ihn leider übersegelt. Da. Ja, komm, Lukas. Du schon wieder. Flugplatz. Oh, das ist, glaube ich, das mit dem scheiß Minispiel. Oh Gott. Ah, das wird dauern. Auf der Insel namens Draconia, etwas westlich von hier, liegen jede Menge Felsbrocken und Geröll rum. Früher hieß es, dass sich darunter so mancher Schatz finden lässt. Und das stimmt auch vielleicht heute noch. Also ich rate dir, dich allergründlichst umzusehen. Denn auch sicher, dann findest du auch sicher da was, ne? Ja, das wär's soweit. Ja, gut. Geh einfach weg. This way. Okay. Das ist aber noch so mega schön auf dem Weg. Komm, das nehmen wir noch mit. Ist ja sowieso nur ein Fuffi, der passt noch rein, aber dann ist auch wirklich Limit. Mehr können wir nicht mitnehmen. Sonst werden Zollgebühren fällig. Und ich will keine Abgaben. Also ist sogar im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir können ja dann nur irgendwie 12 tragen oder so. Leckt gerade wieder, mein Gribber. Ja. Wie gesagt, solange es sich wirklich nicht auf das Ding auswirkt, auf das Video, ist es mir eigentlich relativ egal. Wieso regnet es eigentlich schon wieder? Wieso? Wieso kann ich einfach mal Sonnenschein sein? Da. Rechts. Links. Schwäche. Links ist es. Links. So. Und bitteschön. Ich habe mich auch immer noch nicht wegen Herzteilen so informiert, was es da so alles noch gibt auf den ganzen Inseln und auf dem Meer an sich. Und oh, das wird Horror. Ach, ich mache einfach mal und... Am Ende werde ich sowieso ein Problem haben, das weiß ich. Also, ja. Egal. Isla Rabunzla. Aha. Muss ich hier irgendwas raufklettern? Jungchen, schon mal... Halt die Schnauze. Also ich glaube, der war echt ein bisschen wahnsinnig, dieser Captain Dreifuß. Der hat auf irgendwie jeder zweiten Insel seine Schätze versteckt. Naja. Wenn er will, ne? So viel fehlt uns gar nicht mehr. Wir haben jetzt noch diese 6, nee, nur noch 5. Jetzt Gebiete hier oben, dann 5 an der Seite. Also links die ganze Flanke da, unter der verwunschten Bastion eigentlich. Sind wir schon eins weiter? Ja, wir sind schon eins weiter. Wo ist der Fisch? Und dann fehlt nur noch hier der Turm der Götter. Also viel fehlt jetzt wirklich nicht mehr.
Aber die Insel müssen wir natürlich auch noch abklappern. Und das wird das Zeit, das Zeitintensive sein. Worauf ich keine Lust habe. Da ist der Fisch, sehr gut. Ah, Blödsinn, Moment. Machen wir das anders. Schön hier so, chillig. Mich greift aber gerade ein Vogel an, das finde ich nicht so sexy. Bam, so. Aber wir haben ja noch genau 5 Futtereinheiten. Heilige Kacke. Also da darf ich jetzt keine verschwenden, sonst ist scheiße. Richtig scheiße. Ja komm, trag ein. Mach, was du nicht lassen kannst. Isla Urso Major. Alter, diese Namen, ne? Ursa Major, oder wie du sie siehst, Alter. Krank. Wenn du vor sie einen Schwamm Möwen siehst, dann sei besser auf der Hut. Denn da halten sich gerne die Riesenkraken auf. Ja, Riesenkraken. Das wär's weit von mir. Okay. Ja, den Tipp kann ich sogar noch. Den kann ich noch. Aber ich habe bisher leider noch nie drauf geachtet. Die sehen irgendwie besonders aus. Vielleicht hat einer von diesen das Herzteil. Ich weiß es nicht. Wir segeln weiter, aber nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Aber wir feiern den Sieg auch nicht hier, sondern da. Ja. So, okay. 4 brauche ich jetzt noch und 4 habe ich noch, richtig? Ja. Oh mein Gott. Nichts verschwenden. Sonst wird das Böse enden. Ich will nicht reimen. Ich will einfach überhaupt nicht reimen. Das dauert so elendig lange. Ah, hier ist es auch. Was ist das? Krüge. Und das ist ein großer Schatz. Und da hinten ein kleiner Schatz. Ich kann es leider nicht mitnehmen. Tut mir leid. Die Insel sieht ja mal äußerst verdächtig aus. Und was hat der hier wieder gefunden? Das möchte ich gerade wissen. Vielleicht ist da nämlich ein Kraken. Nein, 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 nein! Scheiße! Nichts verschwenden. Ich verpeile es immer. Was hast du gesehen? Was siehst du da in der Ferne, mein Freund? Scheiße, ey. Jetzt habe ich wieder eine Portion verschwendet. Ach so, ein Dingens, ja. Ich habe Angst, dass da Rubine drin sind. Ich mach's trotzdem, oder? Kann auch ein Herzteil drin. Ach komm. Zur Not haben wir Rubine verschwendet, ganz ehrlich. Scheiß drauf, ich vergesse das sonst. Ich vergesse das sonst einfach eiskalt. Wir können uns für diese Insel auf jeden Fall schon mal merken, dass hier ein Schatz ist. Gut, aber eine hier oben können wir jetzt dann leider nicht anfahren. Also was heißt anfahren, ne? Können wir schon, aber wir können ja leider sowieso nicht einzeichnen lassen. Das ist kacke. Aber vielleicht stoßen wir noch unverhofft auf einen Terry-Händler, das kann ja sein. Oh, die Dinger von der verwunschenen Bastion, oder nee? Von wo sind die überhaupt? Keine Ahnung. Kommt jetzt hier noch ein zweiter? Hä? Ja, hier kommt noch mehr, aber klar. Jetzt geht's jetzt richtig los. Ist ja auch logisch hier. War ja gar nichts hier. Die erste Runde. Oh, ich habe schon so gleich genug Geld. Ich hoffe, da oben ist kein Geld drin, sondern Rubine. Ja, da ist kein Geld drin, sondern Rubine. Mein Gott, bin ich blöd. Sondern da sind Herzteile drin. Herzteile vor allem. Eins, meine ich. Und jetzt? Okay, ich sehe schon, ich komme nicht mehr zurück sonst, aber... Wieso brennen jetzt nur 2 Fackeln? Ne? Ist auch egal. Ich gehe jetzt einfach mal nach da oben. Chill meine Lage. Ist da überhaupt schon was? Oder geht's da raus? Da geht's raus, ne? Hallo! Der hat mir was angezeigt! So willst du das Spiel halt an. Unfair. Haut doch mal bitte alle ab. Ich sag schon mal extra schon bitte. Also. Da kommt meiner Bitte auch nach. Alter. Leute. Was seid ihr für Hurenböcke hier? Haut doch mal alle ab, Mensch! Ich will Unreal Tournament spielen! Weg! Mein Gott. Immer diese Fans, ey. Unglaublich. So, was haben wir hier? Bitte Herzteil, bitte Herzteil. Bitte ein Herzteil, das sieht schlecht aus. Ah, das ist eine Schatzkarte, das ist eine Schatzkarte. Ich glaube, das ist eine Schatzkarte, bitte. Bitte eine Schatzkarte. Herzteil ist es sicher nicht. Ja, es ist eine Schatzkarte, sehr gut. Sehr gut. Okay. Alles, nur keine Rubine gerade. Die kann ich nämlich leider gerade überhaupt nicht gebrauchen. Gut. Dann schauen wir uns direkt an. Öffnen sie. Welche war das denn? Die hier. Karte 9. Oh, nie gesehen. Obwohl, doch, irgendwie, das sagt mir schon was, aber... Ich glaube, die hat sogar Hufeiseninsel, aber ich...
Hab die hier, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Na komm, hier werden noch zwei Rubine drin sein, oder? 1000! 1000! Jawohl! Ey, er kommt noch mehr! Nee, nee, lass mal. Das tue ich mir hier nicht an. Das muss nicht sein. Gut, im nächsten Part werden wir dann also ja hier noch gerade diesen Weg hier zu Ende fahren. Also den hier, ne? Wobei hier wahrscheinlich nicht. Dann werden wir hier wieder zur Isla Stalagmitica, weil da ja der Terry ist. Werden da unser Geld rausschmeißen und dann mal schauen. Dann schauen wir weiter. Ich weiß es nämlich gerade noch nicht ganz. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Part dabei seid, auch wenn es jetzt nicht so spannend ist, weil hier noch keine Story vorhanden ist gerade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.